Also ich empfehle meinen Kunden immer, beim Dirndlschnitt an sich klassisch zu bleiben, in der Trägerform und die modische Ausschnittform über die Bluse zu machen. Was den Vorteil halt hat, man kann dann wirklich den modischen Trends auch folgen. Wenn man jetzt zum Beispiel, momentan sind die, werden gern getragen, Dirndl mit V-Ausschnitt. Und man kann das eben dann auch sehr schön über die Bluse machen. Der künftige Dirndl-Trend geht wieder hin zu einer farbigen Bluse zum Beispiel. Die hochgeschlossen haben wir schon lange, aber das ist eben auch eine sehr hübsche, dunkelblau-weiß gestreifte. Und die Spitze ist also out und es kommt jetzt praktisch der eingebrannte, nennt man diese Art. Ich nenne es immer bewegter Stoff, weil einfach in dem Stoff ein Muster oder eine Bewegung drin ist. Das ist die neueste Bluse von Gott sei Dank. Und ja, und ich finde, man kann da immer sehr schöne Akzente setzen. Man kann die Dirndl auch in eine gewisse Art trimmen, entweder elegant oder fürs Waldfest, je nachdem, oder eben auch für andere Gelegenheiten. Also bei uns im Tegernseer Tal ist der Klassiker der Spenzer mit dem eng anliegenden Ärmel und hinten im Rücken der Schoß. Viele tragen auch den Rosshaar gefütterten Schoß, der natürlich sehr schmuck ist, aber einen Nachteil hat, wenn man sich mal nach hinten angelehnt hat oder Auto fährt, sollte man das nicht machen, weil wenn er einen Knick hat, dann schaut er nicht mehr so schön aus. Das ist eine Blusenledervariante, schon ein bisschen für den Herbst jetzt gemacht. Das zeichnet es aus, dass man, wie der Name schon sagt, eine Bluse drunter trägt. Hier ist es jetzt eine modische, das kommt jetzt wieder die Farbe. Man trägt dann bei uns im Tal eben eine Schürze. Prinzipiell sollte man, finde ich, ist die Schürze immer das Prachtstück und ruhig auch eine schöne Schürze tragen. Und eher vielleicht einen dezenten Rock. Das ist jetzt so ein bisschen eine Herbstvariante. Für den Hochsommer gibt es die Variante des weißen Leinenmieders oder kann man auch als Spenzer haben, was natürlich immer sehr, sehr frisch ausschaut. Genauso also ein Blusenmieder, das hinten dann einen Schoß hat. Und das trägt man gern bei uns im Tegernseer Tal, den sogenannten Dreiteiler.